Die einfachsten speziellen Gleichungen sind lineare Gleichungen. Lineare Gleichungen bedeutet, dass hier in diesem Fall x zum Beispiel unsere Variable sein könnte und x in keinerlei Potenzen vorkommt. Immer dann spricht man von einer linearen Gleichung. Sie werden später merken, dass man Gleichungen unterschiedlich benennen kann, obwohl die Struktur einfach nur so ein bisschen anders ist. Also hier zum Beispiel hätten wir eine lineare Gleichung, weil jede Variable k, q, r, i alle nur in einfacher Potenz vorkommen. Wenn man jetzt nach q auflöst, muss man separieren. Man muss also alle q auf eine Seite bringen, alle an den Rest auf die andere Seite. Man könnte, also wenn man die Gleichung dort oben anschaut, durch r teilen, mit i multiplizieren. Also, wir haben also dann k ist eine Konstante. Wir wollten mit i multiplizieren, durch r dividieren. Dann haben wir hier nochmal q ist gleich q minus 1. So, jetzt sieht das Ganze schon so ein bisschen schöner aus. Jetzt müssen wir noch durch q dividieren, wobei wir voraussetzen müssen, Sie erinnern sich daran, dass q ungleich 0 ist. Dann haben wir hier k mal i durch r ist gleich q minus 1 durch q. Und das ist, man darf das jetzt ja trennen, ist ja eine Addition von Brüchen, ist dann also q durch q minus 1 durch q. Und q durch q ist 1. Das ist also 1 minus 1 durch q. Jetzt können wir noch minus 1 rechnen, damit das auf die andere Seite kommt. Dann haben wir also k mal i durch r minus 1 ist gleich minus 1 durch q. Dann können wir noch mit i minus 1 multiplizieren. Dann haben wir also als nächstes 1 minus k mal i durch r ist gleich 1 durch q. Bringen wir die 1 nochmal hier oben mit auf den Bruchstrich. Dann haben wir also r mal r minus k mal i. Wir müssen ja den hier um r erweitern. Durch r ist gleich 1 durch q. Und wenn wir jetzt q heraus haben wollen, dann müssen wir den Kehrwert der Gleichung nehmen. Also haben wir dann q ist gleich r durch r minus k mal i. Sie sehen, auch lineare Gleichungen können durchaus komplexe Umformungen nach sich ziehen. Das ist nicht so einfach. Und hier haben wir jetzt einen Bruch. Man könnte das Ganze also auch als Bruchgleichung bezeichnen, die wir aber erst im Folgenden gleich kennenlernen werden. Gucken wir uns ganz kurz eben erstmal quadratische Gleichungen an. Eine quadratische Gleichung hat die allgemeine Form ax² plus bx plus c. x wäre jetzt hier die Variable und kommt in maximal quadratischer Form vor. Üblicherweise schreibt man das Ganze nicht so auf, sondern in der sogenannten Normalform. Das heißt, dass die Zahl vor dem x² nur noch eine 1 ist. Dazu kann man diese Gleichung hier durch a dividieren. Und dann ist b durch ap und c durch aq. Für diese Normalform gibt es eine Lösungsformel, die sogenannte PQ-Formel, die Sie vielleicht auch schon kennen. Und hierbei ergeben sich bis zu zwei Lösungen. Und zwar minus p halbe plus minus p halbe zum Quadrat minus q. Diesen Ausdruck hier unten drunter, den nennt man Diskriminante. Ist die Diskriminante gleich 0, häufig auch mit dem Buchstaben D abgekürzt, D gleich 0, dann haben wir eine Lösung. D kleiner als 0, dann haben wir keine Lösung. Wir haben nämlich eine negative Wurzel. Und D echt größer als 0, dann haben wir zwei Lösungen. LSG steht immer für Lösung. Aufgaben dazu finden Sie im Stingel ab Seite 34. Da finden Sie auch noch ein paar Hinweise, wie man diese Aufgaben gut und schnell
löst. Bei Gleichungen höheren Grades, in der Regel a n x hoch n plus a n minus 1 x hoch n minus 1 a n, sind die sogenannten Koeffizienten vor den vor dem x in der entsprechenden Potenz. A0 ist das absolute Glied ohne irgendwelche x. So kann man die dann immer aufschreiben. Gleich 0, das versucht man in möglichst Faktoren zu zerlegen, weil dann der Grad der einzelnen Faktoren geringer ist. Ein wichtiges Werkzeug zur Zerlegung in Faktoren ist die sogenannte Polynomendivision, die ich hier nochmal anhand eines Beispiels durchführe. Denn nehmen wir zum Beispiel das Polynom x hoch 3 minus 8x² plus 19 minus 12. Dann kann man Lösungen raten, zum Beispiel, indem man ganzzahlige Teiler der 12 nimmt. Probieren fängt man meistens an mit der 1. 1 minus 8 plus 19 minus 12 ist gleich 0. Und man kann jetzt den Grad des Polynoms reduzieren, indem man x hoch 3 minus 8x² plus 19x minus 12 durch, jetzt wird das einfach auf die andere Seite geschrieben, x minus 1 teilt. Wie hat man das gemacht? Man hat das gemacht, indem man erstmal die Polynome wichtig in absteigender Potenzreihenfolge aufschreibt und dann die beiden ersten vergleicht, sich überlegt, mit was muss ich x multiplizieren, damit x hoch 3 herauskommt, das ist x². Im nächsten Schritt wird dann x² tatsächlich mit der gesamten Klammer multipliziert und unter das erste Polynom geschrieben. Das heißt, wir haben dann x hoch 3 minus x². Das wird von dem oberen Polynom abgezogen. Dann sollte auch immer der erste Term wegfallen, denn so haben wir das ja schließlich gewählt. X hoch 3 minus x hoch 3 ist 0. Minus x Quadrat minus minus x Quadrat sind minus 7x Quadrat. Und der Rest ist nicht betroffen, den können wir einfach hinten dran schreiben. So, jetzt vergleichen wir aufs Neue. Und zwar das x mit unserem ersten Koeffizienten. Dann müssen wir mit minus 7x multiplizieren, denn minus 7x mal x gibt unsere 7, minus 7x². Minus 1 mal minus 7x gibt plus 7x. Und das wird wieder von dem Polynom, das oben drüber steht, abgezogen. Minus 7x minus minus 7x gibt 0. Und 19x minus 7x gibt 12x. Die minus 12 ist nicht betroffen, sie wird einfach nur übertragen. Als nächstes vergleichen wir jetzt die 12x mit der x. Und dann müssen wir x mit 12 multiplizieren, also plus 12. Und das Ergebnis wird wieder hier unten runter geschrieben. 12 mal x sind 12x minus 12. Und wenn wir das voneinander abziehen, dann kommt 0 heraus und das sollte auch möglichst immer herauskommen, wenn es sich um eine Nullstelle handelt. Ansonsten können wir immer dividieren, aber dann kommt hier unten ein Rest heraus. Was bringt uns das jetzt? Wir können jetzt sagen, unser Polynom x hoch 3 minus 8x² plus 19x minus 12 ist gleich x minus 1 mal x² minus 7x plus 12. Und von dem können wir die Nullstellen bestimmen und von dem können wir die Nullstellen bestimmen. Und dann können wir tatsächlich unsere Gleichung auch lösen. Was wir eben halt vorher nicht konnten. Polynomendivision wird im Stingel auf Seite 17 nochmal erläutert und auch Beispiele angegeben. Eine nächste wichtige, besondere oder charakteristische Gleichung sind sogenannte Wurzelgleichungen.
Eine Wurzelgleichung ist immer etwas, wo wenigstens eine Wurzel drin vorkommt, die man irgendwie wegbekommen muss. Das heißt, die zu separierende Variable steht auch unter der Wurzel. In der Regel wird es gemacht, indem man potenziert. Sie erinnern sich, das war eine zulässige Äquivalenzumformung, sofern man bestimmte Dinge beachtete. Nimmt man zum Beispiel die Gleichung Wurzel x minus 1 ist gleich x minus 3, dann hat man schon mal die Wurzel auf einer Seite separat stehen. Das ist auch immer zweckmäßig, denn wenn man jetzt potenziert, also mit 2 zum Beispiel, hier das Quadrat hier drauf anwendet, dann fällt hier an der Stelle die Wurzel weg. Aber hier an der Stelle muss das Quadrat auf die gesamte Seite angewendet werden. Das heißt, wir haben es hier mit einer quadratischen Gleichung zu tun. Zweite binomische Formel ist das. Und dann haben wir da stehen x² minus 2 mal 3 sind 6, x plus 9. Und das wiederum kann man jetzt lösen mit Hilfe von quadratischen Gleichungen. Denn dann steht da x² minus 7x plus 10 ist gleich 0. Und mit PQ-Formel folgt daraus x1, ich werde es jetzt nicht ausrechnen weiter, ist minus 7 halbe plus minus 7 halbe zum Quadrat minus 10. Wobei man hier natürlich aufpassen muss, wenn man das hier herausbekommt. Das hier sind ja, die Diskriminante sind 9 Viertel. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann hat man also x1 gleich 5 oder x2 gleich 2. Wobei, wenn man es jetzt oben wieder einsetzt, 2 keine Lösung ist, sondern nur 5 eine Lösung ist, die 2 ist durch das Quadrieren mit der ganzen, mit der geraden Zahl dazugekommen. Also das hier ist keine Lösung der Gleichung. Viele Dinge zu Potenzen und Wurzeln finden Sie im Stingel auch ab Seite 49, wie schon einmal oben erwähnt. Dort finden Sie auch die wichtigsten Sachen zu Exponentialgleichungen und Logarithmengleichungen. Das sind aber genau die Dinge, die ich Ihnen oben schon erzählt habe. Damit haben wir alles, ja nicht alles, aber natürlich vieles schon erklärt, was zu Gleichungen gehört. Und jetzt fehlen uns dann im nächsten Schritt nur noch Ungleichungen.